Hier spricht Ustra, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune Factory Frontier. Und gleich zu Anfang möchte ich euch sagen, ihr habt die Chance abzustimmen über... Weiß ich noch nicht. Genau, darum geht es nämlich, ob ich demnächst heiraten will, werde. Ihr habt die Möglichkeit abzustimmen, ob wir nun Cinnamon oder Eunice heiraten sollen oder ob ich das selber aussuchen soll, weil das war auch eine der Möglichkeiten. Und ich denke mal, so ist es eine gute Idee, denn da kann man auch sagen, hey, weißt du was, nö, ist mir alles egal, entscheide selbst. Macht also, wie ihr wollt, stimmt ab, ob ihr wollt und wie ihr wollt. Da gehen natürlich die Meinungen natürlich extrem auseinander. Die Heirat werde ich aber nur anbieten zwischen entweder mir und Eunice oder mir und Cinnamon. Weil das sind die einzigen beiden Mädels, die mich wirklich auch selbst interessieren und wo ich mich selbst halt nur schwierig entscheiden kann. Und deswegen werde ich auch nur diese Mädels anbieten. Außerdem werde ich diese ganzen Sachen hier jetzt mal wieder richtig fertig machen. Dafür hole ich mir jetzt nochmal ein bisschen Grassamen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir in dieser Folge noch alles so fertig kriegen. Denn da wir jetzt den Boss gemacht haben in der Ruine, auf der Walinsel, haben wir natürlich nicht mehr allzu viel zu tun. Wir kaufen auf jeden Fall nochmal Gras. Davon kaufen wir nochmal so, ich sag jetzt mal 10 Stück. Es bringt uns ja nicht um. Und wir haben auch mehr als genug Geld. Von daher ist das alles Wurst, aber dann haben wir hier wenigstens die Möglichkeit, unser Feld wieder schön aufblühen zu lassen. Außerdem werden wir Kanu noch ein paar Sachen bringen. Der will jetzt zum Beispiel auch wieder eine Kriegermedaille haben, jetzt wo er auch einen magischen Kristall haben wollte. Und da geht es ein bisschen weiter, was mich natürlich auch persönlich freut und interessiert. Und wenn ihr noch irgendwelche Events habt, die ich eventuell auch noch ansehen könnte, oder die eventuell noch so mehr oder weniger auch so in der Schwebe hängen, ob man die jetzt noch machen kann oder nicht. Immer gerne her damit. Ich schaue da zumindest gerne mal rein und schaue zumindest mal, ob das möglich ist und ob wir das machen können. Ich glaube, wir haben noch Kriegermedaille. Und da bin ich jetzt mal eben gespannt. Wenn wir keine mehr haben, werde ich welche besorgen gehen. Aber im Normalfall, da sind sie, sollten wir davon welche haben. Und dann werden wir jetzt erstmal ein paar Aufgaben für Kanu erledigen. Und da bin ich auch relativ froh drum, dass wir noch was zu tun haben. Denn nicht, dass jetzt diese Eisschlange dann unsere letzte Hürde ist. Auf der einen Seite müssen wir natürlich sagen, das ist der allerletzte Boss anscheinend, den es gibt. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und zum anderen wissen wir, oder weiß ich, das, bis wir den fertig machen können, wird es wohl noch ein paar Tage dauern, falls wir den überhaupt schaffen während unseres Spielens. Und nein, ich mache keine 100% und diese ganzen Sachen. Das Spiel hat, wir laufen dem Ende entgegen bei dem Spiel, und das hoffentlich wissen sie auch alle. Ja, das ist eine Kriegermedaille, gut gemacht, das ist mein Schüler. Du darfst dies als Belohnung behalten, du hast einen roten Stock erhalten. Ah. Hello. Ich werde dein ganzes Wissen weitergeben. Wirklich? Übrigens, Oster, hast du schon gewusst, außer den Stäben, die du von mir erhalten hast, hält die Welt weitere magische Stäbe bereit. Wenn du einen stärkeren Stab suchst, musst du ihn selber anfertigen. Na toll. Was für ein roten Stock? Wow. What? Holige Hardcore-Magie, also ich kann damit zuhauen und ich kann... Und was kann ich noch? Kann ich machen, dass die Luft stinkt? Was genau ist das jetzt? Für einen magischen Schnickschnack, den ich da gekriegt habe. Wir lassen es mal eben in den ersten Dungeon, oder in den Dungeon hier gehen. Ganz fix. Eventuell, wenn das eine geile, harte, heftige Magie ist, dann werde ich eventuell ein bisschen Magie leveln und dann mit Magie den bösen Gegner erledigen. Was haltet ihr denn davon? Ich meine, es ist ein Eistyp. Wir werden ihn wahrscheinlich mit Feuer relativ gut erledigen können.
Wir haben ihn nicht getroffen. Lass uns mal eben den Multivitaminsaft trinken. Lass nochmal machen. Run! 241 Schaden mit einem Schlag. Holy Macaron. Aber es kostet auch mein fucking ganzes Leben. Heißt also, ich werde einen kleineren Feuerstab nehmen. Meine Magie plus 5 ist jetzt nicht so viel, aber 130 Angriffe ist schon eine Menge. Take that! Take that! Take that! Okay, aber es macht schon Sinn, hier wahrscheinlich mit einer Feuerwaffe reinzugehen. Lass uns mal eben schauen, wie weit wir mit Magie sind. Wir sind auf Level 21 mit Magie, das heißt, da geht noch einiges. Eventuell machen wir das. Take that! Boom. Take that! Boom. Take that! Boom, 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 boom. Take that! Boom, boom. Take that! Ich bin so ein Schlechter. Take that! Schütze damit! Take that! Okay. Take that! Boom. Und mit schlechten Schütze meine ich wirklich super schlecht. Aber macht nichts, dass ich ein schlechter Schütze bin. Das Wichtigste ist, damit aufzuleveln. Wir gucken nochmal, ob das was gebracht hat. Ja, es ist jedes Mal, wenn ich hier Magie benutze. Take that! Ich meine, es fliegt natürlich auch. Genau wie alles andere. Take that! Da haben wir natürlich jetzt hier. Take that! Boah. Take that! Take that! Schade. Take that! Nice. Take that! Kann man dann natürlich schön wegsnipen, die Gegner. Ich meine, wir müssen jetzt nicht unbedingt hier. Wir können mal ein bisschen Geld ausgeben dafür. Ist ganz nice, oder? Take that! Was haltet ihr davon? Also, ich habe schon schlechtere Sachen gesehen. Take that! Take that! Take that! Take that! Take that! Take that! Okay, wir können das Ding auch direkt zerrumpeln. Ich find's cool. Eventuell machen wir das. Und wir machen wirklich mal einen Boss mit Magie, auch weil ich Magie überhaupt sonst gar nicht verwende. Aber ich kann mir vorstellen, dass eine Eisschlange derbe zu kämpfen hat an Feuermagie. Gerade an so einer heftigen Feuermagie. Lass uns nochmal ein bisschen rumgehen. Dann machen wir hier eine kurze Folge draus. Macht ja nichts. Und ihr könnt dann fleißig abstimmen in der Videobeschreibung. Oder besser gesagt, über den Link in der Videobeschreibung. Und überlasse euch das mehr oder minder mit dem Heiraten. Weil es ist doch eine schwierige Entscheidung bei so vielen Mädels, die so viele interessante Sachen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon baden war. Wenn nicht, können wir das auch nochmal eben machen. Wir müssen eigentlich noch Annette in die Stadt bringen, damit wir auch da das Bade-Event sehen können. Es gibt noch ein paar interessante Ideen. Hi! Welcome! So. That will be 10 gold. Okay, ich habe wohl noch keine Bade-Session genommen. Das ist gut. Dann können wir die nämlich mal eben machen. Und ich glaube, da hören wir nochmal die beiden Irissen. Oh, look! Ja. You have a new mold. You're right! I never noticed it. There seem to be new discoveries like this almost every day. Hey, stop staring at me so much. It's embarrassing. Naja. Wie gesagt, Leberflecken ist nicht unbedingt super sexy, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. So, zumindest bin ich jetzt wieder voll geheilt. Wir müssen noch an die Heilige Schrift rankommen. Da weiß ich immer noch nicht, wie wir das machen sollen. Dann bin ich auch noch ein wenig überfragt. Das nächste, was kommt, ist ja dieser komische Festtag, der dann angeführt wird von Bianca. Und das ist dann irgendwie so eine Art Essensfest. Hi, Tabata übrigens. Schön, dich zu sehen. Good day to you. Wer bin ich da eigentlich? Muss ich heute alles abchecken?
Ich meine, da bin ich nur 5. Hier bin ich fast 7. Hier bin ich jetzt genau 8. Da bin ich auch fast 10. Also hier und da gibt es natürlich nochmal interessante Sachen. Annette haben wir wahrscheinlich auch bald in der Stadt. Mit Bianca werden wir wahrscheinlich auch irgendwann bald in der nächsten Zeit irgendein Event rausquetschen können, wo wir dann mit ihr ein Bild bekommen. Ich glaube, das ist immer ab 8 Herzen mit den Bildern. Lass uns doch jetzt eben hingehen. Wir haben eh nicht mehr ganz so viel zu tun für diese Folge, weil es ist heute wirklich nur mal quatschen und ausprobieren gewesen. Ich glaube aber, Magie jetzt mit diesem neuen Stab, den wir bekommen haben, ist eine sehr gute Möglichkeit zu kämpfen. Wenn man denn das nötige Zielwasser getrunken hat. Ah, seht ihr, was ich meine? Ihhh! Miss! Geht es dir gut, Bianca? Ja, schon gut. Ich habe nur mit François gespielt. Miss, lass mich nach deinem Bein schauen. Ja, hoch mit dem Rock! Au! Wusste ich's doch. Das war François, nicht wahr? Nein, ich bin ausgerutscht und hingefallen. Miss, ich will die Wahrheit wissen. War das François? Nein! Ich habe schon vieles durchgehen lassen, aber diesmal nicht. Sag mir die Wahrheit! Warum? Warum redest du so schlecht von François, Tabata? Du liebst doch Monster und träumst von einer Welt, in der Menschen und Monster friedlich zusammenleben. Genau das ist ja der Grund. Um zu erreichen, dass Menschen und Monster leben können, bedarf es Regeln. Jetzt, da Monster in der Welt der Menschen leben, verlieren sie ihren Platz an unserer Seite noch, wenn sie uns Menschen verletzen. François muss in den ersten Wald zurückkehren. Was? Nein! Tabata, weinst du? Nein! Ich weiß, dass es dir viel mehr wehtut, Tabata. Oh nein! Back to the first forest. Oh nein. Bye, Francois. Oh nein. Bianca. Nicht Francois wegschicken. Do it! I'm sick and tired of monsters. Oh. I'm sorry for forcing you to do this. But please, this is for the sake of Miss Bianca. All right. Goodbye, Francois. I'll always love you. Oh. That was terrible. If you find something more interesting, bring it to me. But don't ever bring me monsters again. The only monster for me is Francois, after all. Aww. Aww. Aww, Bianca. Oh, the weather is very pleasant. It's perfect. The other day, Eunice asked me how I kept my figure. I didn't know how to answer her. I mean, I really don't do anything special. Oh. I like how quiet this place is. Huh? Yes, I'm... Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so traurig. François ist weg für immer. Ich erinnere mich an all die Momente, an denen ich seinen Namen... Als ich seinen Namen auf die Schippe genommen habe. Oh, das ist so traurig. Aber eins der Events und wahrscheinlich auch eins der... Ich meine, können die Monster wirklich an unserer Seite glücklich werden? Mit dieser Frage werde ich euch in das Ende dieser Folge schicken. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Abstimmen, falls ihr das schon getan habt oder vorhabt zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr euch das gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.